Hallihallo und willkommen zu einer neuen Runde Rakan. Wir werden den guten Dude ja jetzt ein bisschen spammen und üben. Und heute möchte ich für euch die Relic Shield Variante und die tankige Variante wählen. Dabei habe ich auch Courage of the Colossus mitgenommen. Der Hintergrund ist ein klein bisschen auch, dass wir einen Diana-Jungle haben und von dem her Zenon Engage über einen einfachen Reinsprung fahren kann und ich dem folgen kann. Ich persönlich bin aber von dieser Spielweise nicht ganz so überzeugt, denn in meinen Augen ist Rakan dann doch jemand, der man eigentlich mit einer Münze oder mit dem Zauberdolch spielen kann und sollte. Aber wir werden einfach mal testen, wie das ist. Die ersten paar Tage sind ja immer verrückt bei einem neuen Champion. Von dem her wünsche ich euch viel Spaß. Denn was wir bedenken müssen bei Rakan ist, dass wir nicht per, ja, Auto-Hits einfach so die Minions scheren können, sondern dass wir hier darauf angewiesen sind, wirkliche Last-Hits zu setzen. Das ist ähnlich wie bei Thresh. Thresh wird ja auch so ein klein bisschen als ein bisschen Ranged-Charakter behandelt. Na, hier konnten wir jetzt mal einen scheren, einen Fernkampf-Minion. Und da erschließt sich halt auch schon das erste Problem, dass man in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht so das, ja, das Goldpotenzial zusammenbekommen wird, wie auf allen anderen Spielwegen. Und auch hier habt ihr jetzt gerade gesehen, wenn ich per Auto-Attack poken möchte, habe ich das Problem, dass ich hier versterbe. Okay, da wurde aber sehr, sehr viel gewastet. Da habe ich das Problem, dass ich dementsprechend nicht. Ich bekomme halt nur 3 Gold, weil ich halt als Fernkämpfer klassifiziert bin. Das ist halt ultra unangenehm. Aber es ist generell so, dass man als Rakan-Support gegen einen Fernkampf-Supporter, und das ist vollkommen egal, ob das jetzt halt Bart, Lulu oder Nami oder sonst was ist, da wird man einfach Probleme haben, weil die Range fehlt. Na Gott, den hätte ich teilen können gerade. Ultra unangenehm. Oh, das ist wirklich unangenehm alles hier. Gleich nach oben weg, bevor mich der Bart stunt. Und ich musste meine Pots eigentlich hier schon nutzen. Kurz mal reingehen und ihn nähern, stunnen. Und der Bart holt sich dann natürlich den Kill. Diana wird aber jetzt die Follow-up-Kills bekommen, hoffe ich. Und ich bekomme nur auf Diana, auf Kalista den Assist. Ne, das ist schon wirklich unangenehm als Rakan. Und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt bin ich halt noch weiter behind. Das Einzige, was ich hier scheren konnte, war ein Fernkampf-Minion. Das sind 17 Gold. Und das jetzt mal kurz in Relation gesetzt zu dem, was Bart bekommen hat. Der hat bereits 100 Gold bekommen dadurch insgesamt. Ich bin bei Schnieken 40 und er ist bei 100. Also ich bin schon 60 Gold behind, allein weil ich diesen Itemweg gewählt habe. So sollte es nicht sein. Außerdem hat mein ADC, der hat auch 3 Minions oder vielleicht sogar noch mehr dadurch gemisst, dass ich ihm halt einfach hier das Ganze scheren wollte und das nicht so richtig geklappt hat. Man muss halt dann auch immer irgendwie drauf gucken, dass man noch versucht zu scheren. Also das ist schon unangenehm. Klar ist mir bewusst, dass Rakan so ein bisschen das Problem hat. Whoop. Oh. Ich will mal zu dir zurück. Klar ist halt das Problem, dass er halt, wenn er kämpfen möchte, extrem squishy ist. Aber das soll ja auch irgendwie sein Markenzeichen sein. Soll irgendwie so das Markenzeichen sein, dass er halt eben dieser gefährliche Tänzer ist. Oh, wir haben wieder einen bekommen. Nice. Wird ja langsam. Boah, gegen eine Kalista ist sein W auch sehr unangenehm einzusetzen, wie ich gerade merke. Und wieder raus. Es war jetzt sogar ein guter Trade gegen den Bart. Aber gegen Kalista ist es unangenehm. Die springt mir einfach davon. Die Mistmatz. Und ich kann halt nicht wirklich ran. Jeder hat irgendwie eine Auto-Attack, die größer ist als das, was Rakan hier hat. So, den können wir teilen. Mehr haben wir gerade gar nicht. Wir bekommen unsere Aufladungen mal durch. Wow.
Und Fallout Skill Order her bin ich mir auch noch nicht schlüssig, überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe beim letzten Mal das Q geskillt und es hat sich nicht gut angefühlt. Ich nutze jetzt mal das E und hoffe, dass hier das irgendwie ein klein bisschen stärker arbeitet. Rein was jetzt das Sustain und angeht. Ah, das war gerade gut getimed. In dem Moment, in dem er hier snaren wollte, habe ich dann den... Opa. Da kann ich nichts machen. Da kann ich null machen. Da sind wir zu weit vorgegangen. In dem Moment, in dem wir eigentlich keinerlei CC frei hatten. Warum baitet er so? Es ist mir relativ egal, was er hier macht. So, nochmal das Schild genommen. Das Schild hat halt eigentlich den Vorteil, dass man es zweimal einsetzen kann. Deswegen glaube ich schon, dass es hier einen Vorteil gibt. Hallo, Leute? Kein Bock mehr? Okay. Sehr, sehr seltsame Kollegen. Boah. Ja, der Stun hat mich hier wieder zerlegt. Da, wenn ich natürlich auf die E-Fähigkeit gehe, dann muss ich dementsprechend schnell wieder rauskommen. So, jetzt habe ich gerade mal Tag und Sprays fertig. Uiuiuiui, sind wir behind. Also Plays sollten wir eigentlich ab dem Punkt nicht mehr machen, wenn man behind ist. Steht sowieso 8 zu 3. Unlucky. Hat er einfach so ein Disconnect oder was ist mit den Kollegen los? Nein. Wir versuchen mal in die Mitte zu gehen. So ein bisschen nehme ich hier noch die Erfahrungspunkte mit. Weiß gar nicht, ob ich da in Range bin. Das kann ich absolut vergessen, da brauche ich nicht rangehen. Ja. Wie weird, einfach nur, wie weird. Schauen wir mal, ob wir das ein oder andere geteilt bekommen. Nein. Nein. Daran merkt man halt eigentlich schon, dass das extrem unangenehm ist. Nee. Also, das ist einfach, das ist jetzt das erste Mal und das einzige Mal, dass ich das spiele, um es zu zeigen. Aber öfter wird das nicht vorkommen. Ach. Auch hier wieder zu langsam gewesen. Das hätte ich verhindern können, ist klar, mit dem Exhaust einfach zu langsam gewesen hier. Ja, du willst diese Kalista nicht. Nein, was willst du nicht? Sagt er, das willst du nicht. So, einmal ein Schild geben, wir haben noch ein zweites zur Not. Brauchen wir aber gar nicht nutzen. Na gut. Katastrophal ist es, katastrophal. Gangplank braucht natürlich auch Hilfe. Im Prinzip braucht hier jeder Hilfe. Jo. Hat gut geklappt. Er hat hier und ist mit der Pflanze wieder raus. Okay. Wenn hier gegen die Kalista treffen, ist natürlich genauso schwierig wie alles andere. Braucht man also gar nicht eingehen. Das Schild auf jeden Fall immer nochmal nachgeben, wenn man es denn bereit hat. Wir werden dann später nochmal auf den Goldunterschied gucken. So Minute 15. Da wird es noch viel, viel... Ach, der ist auch mal wieder da. Ja, geh weg, geh weg. Wir wollen nicht, während wir unter Level 10 gegen 3 kämpfen. So, jetzt können wir zwar mal engagen, ja, das wird sogar ein Kill. Aber mehr bekommen wir hier auch nicht raus.
Hinter uns der Master Yi, der ist sogar auch gestorben. Wow. Halt, total effizient diesmal. Ja, das ist okay. Dann gehe ich halt. Ah, ha. Keine Chance. Tschüss. Der Disengage hier, beziehungsweise der W als Escape Spell, der ist durchaus akzeptabel. Es fühlt sich zwar schlecht an, aber man macht doch mehr Range gut als jetzt halt im Early Game der ein oder andere mit Schuhen. Das ist schon irgendwie nice. Ja. Wir sind jetzt 9 Kills hinten. Was auch schlimmer ist, sind die Level und jetzt hat auch dann langsam die Türme. Die komplette T1-Linie ist fast gefallen, außer unser Turm. Den können wir nicht mehr lange verteidigen. Vor allem der Swain ist schon runterrotiert, der Master Yi, der war schon zweimal da. Ja. Das habe ich eigentlich erwartet. Oder sowas in der Art habe ich erwartet. Und da war die Jinx gerade auch nicht da. Die hat null reagiert die ersten 2 Sekunden. Und ein weiterer Turm gefallen. Das bedeutet halt so viel Gold für die Gegner. Gut gemacht. Wenigstens mal hier ein Return nochmal. Krasse Trap. Die hat auch noch fast funktioniert. Sie flasht weg. Er hinterher. Nee. Bah. Bah. Gegen das Exhaust. Aber er kann halt einfach weiter auto-attacken. Exhaust wurde ja vor einigen Patches genervt. Von dem her, gegen den Master Yi ist das Exhaust halt jetzt nicht mehr ganz so stark. Der auto-attackt einfach weiter und hat dann dementsprechend auch seine True Damage Procs. Mit denen er weiter Schaden macht. Tja, wir werden jetzt versuchen, das komplett tankmäßig runterzuspielen. Wie auch immer wir das schaffen wollen. Vielleicht wäre es dann auch gar nicht mal so blöd, ein klein bisschen Attack Damage in Roten oder in den Quintessenz mitzunehmen. Damit man dann auch besser Last hitten kann. Unter Umständen, und das ist sogar die dummste Idee, die ich je hatte, auch die eine Mastery aus dem Cunning Tree mitnehmen, also in der ersten Linie. Ja, ich konnte sowas teilen. Aus dem Cunning Tree, damit wir hier. Ah, okay, sieht schön aus, aber wird mir halt nichts bringen. Im Cunning Tree, damit wir die Minions leichter Last hitten können. Der einzige wirkliche Fehler, den ich mir hier zuschreibe, ist, dass ich da kein Wort hinterlassen habe. Na, wir sind vorher gestorben, ich komme wieder auf die Lane, ich versuche dem Jungler zu helfen, wir sterben wieder. Master Yi divet hier auch, ohne Rücksicht auf Verluste, warum auch, er ist ja gefeedet. 6-2, ich finde es auch unfassbar, wie viele Master Yi gerade durch die Gegend rennen. Das ist schon ein bisschen toxisch. Und die haben ja nicht mal den Skin. Das ist ja das Traurigste an der Sache. Oh, mal Gangplank. Armer Gangplank. So, unterlassen wir doch mal den ein oder anderen Ward. Das ist noch der beste Weg, den ich hier habe. Einmal charmen. Und dann einfach nur sterben. Weiter kann ich da nichts machen. 1 für 1, bisher die Supporter getradet. Dann noch den Jungler mitgenommen. Und dann Facecheck die Jinx, den gefeedeten Swain. Und dann kommt der Rest noch dazu. Also, das ist eigentlich klar, dass das jetzt permanent so ablaufen wird, bis wir dann irgendwann mal alles verloren haben. Ich würde jetzt dann auch das W hochskillen als zweites. Die persönliche Skill-Order, also die reine Skill-Order, ich würde sie fast auf Q, E, W festlegen. Aber das betrifft dann eher den Sustain-Fall. Denke ich mal.
Aber das ist halt leider alles noch nicht so wirklich im Lot. Und auf jeden Fall, nach diesem Video, ich hoffe, ihr habt es alle gesehen, ich rate euch dringend von Relic Shield ab. Ihr habt halt einfach nicht die Möglichkeit zu Last Hitten. Bei Thresh kann man halt noch ein klein bisschen den Bonus geben, dass er über sein verstärktes E-Auto-Attack... Dass er über sein verstärktes E-Auto-Attack hier... Ja, was ist denn mit euch los? Einfach mal bis zum Nirvana diven. Ja. Bis zum Nirvana diven. Dafür kriegen wir jetzt auch noch einen Return Kill. Woohoo. Holy shit, die können sich so viel erlauben. Und jetzt hat es ein guter Zeitpunkt gekommen, um das Gold der Items zu vergleichen. Gehen wir mal drauf. 177 plus 142, sagen wir gut geschätzt 310. Bart ist bei gut geschätzten, also wirklich gerundet 900. Und wenn wir jetzt halt noch ein klein bisschen großzügiger sind, können wir sagen, er hat das Dreifache. Okay, ich gehe dann mal. Die haben ein klein bisschen die Agro gewechselt. Ich dachte eigentlich, es würde weiter auf den Je gehen. Sag ja, das dauert jetzt nicht lang, bis wir hier alles verlieren. Du bist mutig. Wow. Not bad. Denn es kann ja auch durchaus sein, dass ich ein totaler Noob gerade im Last-Hitten bin, was das Relic Shield betrifft. Aber im weiteren Verlauf wird man halt einfach gar nichts mehr teilen können. Ihr wisst ja, ich hate immer so ein klein bisschen über das Relic Shield ab. Denn die meisten Carries, die wollen halt das Gold nur für sich und der Supporter darf nichts bekommen. Aber in dem Fall ist es halt dann auch wieder so, dass man im späteren Verlauf gleich gar nichts kriegen wird. So traurig. Also man wird gar nichts bekommen. Wird halt dann dementsprechend von der Goldeffizienz noch weiter zurückfallen. Da kriege ich höchstens über ihn einen Assist. Wir probieren es mal. Ja. Tja, ein bisschen schade gerade. Okay. Da bin ich so gut wie tot. Ah, da ist ein Yi hinter denen. Jetzt verstehe ich den fehlenden Follow-up. Jetzt verstehe ich das. Gehen wir auf Fest of the Mountain. Ich habe wahrscheinlich jetzt schon seit einigen Toten nicht mehr eingekauft. Einige Tode. Und jetzt? Ninja-Tabis wären eigentlich sinnvoll. Und dann, Night's War will ich mir theoretisch nicht bauen. Praktischerweise würde ich mir gerne Redemption bauen und dann bin ich eigentlich eh schon wieder auf einem Sustain-Weg. Aber Redemption muss hier wahrscheinlich rein. Redemption synergiert halt mit 3 Skills plus, nehmen wir 2 Skills. Wenn man das eh doppelt zählt, dann mit 3. Plus im Endeffekt natürlich auch noch das Face of the Mountain Shield. Und das ist dann halt auch schon wieder der nächste Weg, wo ich sage, ja. Ist halt jetzt halt eigentlich so, dass ich immer der Meinung bin, man sollte seinen Itemweg und seinen, ja, seinen kompletten Bild, seine Runen, alles auf dieselbe Richtung auslegen. Und ich muss ja, aufgrund der Q-Fähigkeit und der E-Fähigkeit, muss ich ihn ja so ein klein bisschen sustainmäßig spielen. Über Schilde, über die Plays. Und das ist mir dann als Tank wiederum nicht wirklich möglich. Dann komme ich natürlich auch nicht mehr zurück. Ah, Gott. Dieser Weg. Die werden das jetzt so oder so beenden. Da können wir sowieso nichts machen. Aber ja, das ist der Relic Shield Start gewesen. Vielleicht kann man sich das Ganze nochmal erlauben gegen einen Nahkampfsupporter. Aber auch da werde ich davon abraten. Na? Dann war's das für diesen Test. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen selben... Dann war's das jetzt für diesen Test. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gemüse.